Ja, hallo, grüß dich, Michael. Hi, Thomas. Ho heute ganz mal ganz kurz ein Thema, wo du gerade dabei bist, auch einen Kunden zu bedienen, also einen der größten. Müssen wir mal nachschauen, und vielleicht ist es sogar der größte Energieproduzent oder Energielieferant in Deutschland oder auch sogar europaweit, glaube ich. Und da geht es jetzt nicht um ein Projekt, das du dort umsetzt, und man könnte sagen, es ist sowas wie eine Self-Service-Plattform für ja, für DevOps, Services sozusagen. Du hast in der Richtung, magst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was du da genau umsetzt, oder der sozusagen der Vorteil dann vom Kunden ist, wo du da Mehrwert bringst in dem Ganzen? Ja, also DevOps ist ja ein recht heißes Thema über die letzten Jahre geworden. Ja. Letztendlich geht es ja darum, die Entwickler stärker dann auch an den Betrieb dran zu binden. Also dass dann nicht dieses klassische Silo-Denken ist, dass sich der Entwickler baut und der Betrieb kann dann schauen, wie er es zum Laufen bringt, sondern dass man da wirklich mehr so diese Durchgängigkeit abgebildet bekommt und dadurch auch wirklich die Softwarequalität und auch die Release-Zyklen und dergleichen halt besser in den Griff bekommt. Das ist jetzt, ja, seit ein paar Jahren ein Thema. Man hat halt da sehr viele unterschiedliche Aufgaben, die da auch zusammenspielen. Und sehr viel davon wird halt heutzutage noch manuell letztendlich gemacht. Also du hast jetzt praktisch das Problem vom Betrieb, hast du jetzt eigentlich verlagert das Problem von DevOps-Bereitstellung letztendlich, also eine Schicht nach oben geschoben. Und da ist es halt die Idee, dass man es irgendwie so hinbekommt, dass die Entwickler sich auch selber bedienen können, also zum Beispiel so Self-Service für die Umgebungen, die sie letztendlich brauchen. Also was halt bei so einem Projekt halt klassisch immer dabei ist, du brauchst eine Versionsverwaltung, also irgendein Git, also GitLab oder GitHub oder wo auch immer das dann läuft. Du brauchst irgendwie ein Artifactory, so also ein Nexus oder dergleichen, also wo halt deine Artefakte abgelegt werden. So hast du halt so unterschiedliche Bausteine, die je nach Projekt in deinem, ja, nach deinem Projekt in deiner DevOps-Umgebung dann zum Laufen oder zum Tragen kommen sollen. Und da jedes Mal halt jemanden dran zu setzen, der dich dann manuell verrechnet und dergleichen, das ist halt auch wieder aufwendig. Also in großen Teams, von was wir halt reden, da rentiert sich es halt dann irgendwann, das Ganze auch so weit zu automatisieren, dass man sagen kann, okay, ich hätte gerne jetzt für dieses Projekt diese und jene DevOps-Umgebungen. Andere brauche ich dann zum Beispiel nicht, weil das Projekt dann jetzt auch nicht so groß ist, aber Versionsverwaltung braucht man im Regelfall halt immer. Und da kann ich mir dann zusammenstellen, was ich denn gerne hätte und dann das automatisiert eben aufgeben, diese Bestellung, und kriegt dann automatisiert auch die entsprechenden Umgebungen bereitgestellt. Genau, es gibt ja letztendlich zunehmend auch in den letzten Jahren hat sich das auch so herauskristallisiert, dass es ja viele DevOps, sogenannten DevOps-Experten oder dass die Entwickler einfach auf dieses Thema DevOps einfach spezialisiert haben. Ich glaube auch in der Regel, wahrscheinlich auch nicht ohne Grund, weil einfach die Nachfrage auf dem Markt da ist. Kannst du vielleicht auch mal ein paar Worte dazu sagen, warum, weshalb deiner Meinung nach das, sagen wir mal, zunehmend jedes Jahr zunimmt? Wahrscheinlich aufgrund von Komplexitäten und dergleichen, aber Ja, also ja. es kommen um so eine Software zu. Also früher war es halt so, man hatte irgendwie so ein CMake auf Linux, auf C++ irgendwie, auf Windows so ein Visual Studio Code Projekt, das hast du ja runtergeladen, das hast du F5 gedrückt oder ja, das war Steuerung B oder sowas, um es zu kompilieren, und dann lief es halt 10 Minuten und dann hattest du deinen Kompilat und dann hat es eine Exe erst einen Doppelklick drauf gemacht. Mit den ganzen Umgebungen, vor allem jetzt auch im SAS-Bereich, da hast du ja viel mehr, was dann noch außenrum ist. Also du hast zum einen einfach mal deine automatisierten Tests, also von Unit-Tests bis hin zu End-to-End-Tests. Das sind dann jeweils auch wieder unterschiedliche Testumgebungen. Du hast die Laufzeitumgebung ist jetzt nicht einfach nur lokal auf irgendeiner Maschine, sondern dann meistens nicht nur mal irgendwie in einem Docker-Container, sondern dann meistens sogar irgendwie so ein Kubernetes, was ja dann auch nochmal irgendwie 3 Schichten Komplexität drin ist. Das heißt, allein von dem geschriebenen Code in zu einer laufenden Software zu kommen, ist halt heutzutage ja wahrscheinlich schon auch komplexer, als es früher war. Also das hat sich halt massiv geändert. Wie gesagt, früher hast du lokal gebaut, teilweise noch, und hast es dann irgendwo ausgerollt. Also man könnte dieses teilweise immer noch so gemacht haben, wie wir dann dazu gekommen sind. Dadurch ist es halt recht viel mehr geworden. Man muss halt aufpassen, also bei dieser ganzen DevOps-Geschichte, was immer oder was sehr häufig dann falsch gemacht wird, und dann fliegt das Ganze nämlich auch ganz gerne um die Ohren, ist,
Man darf es auch nicht zu überkomplizieren. Also ich habe da auch Sachen gesehen, da waren dann irgendwelche dicken Charts, da waren stundenlange Meetings, wo erklärt worden ist, wer wann wie in welchen Branch rein merged, um praktisch da so einen super sophisticated Prozess von diesem Release-Management da zu managen oder aufzusetzen, wo dann gesagt worden ist, ja, also wir machen dann den Hotfix hier rein und dann hier rein und dann muss man das aber nochmal rüber mergen und die Merge-Requests müssen in zwei Branches gestellt werden und solche Geschichten. Und funktioniert halt, hat es halt einfach nicht, weil ja, die Entwickler haben dann irgendwie nicht zugehört, dann hat sich dann wieder kurzfristig geändert, dann waren sie noch auf dem alten Stand, haben es so gemacht, wie sie es halt vorher machen sollten. Und je komplizierter du das Ganze machst, also gerade auch für den einzelnen Entwickler, desto eher läufst du halt in Gefahr, dass du halt dann wieder irgendwie einen Works zusammenbaust, der halt dann wieder nicht funktioniert. Da ist halt so eine automatisierte Plattform, hilft halt dann auch so ein bisschen, da solche Probleme zu umgehen, indem man halt sagt, man lässt den Entwickler eigentlich gar keine Möglichkeiten, das falsch zu machen. Also ich baue das, keine Ahnung, von den Git-Flows oder von den Git, von den Workflows, also Git-Flows ist ein Spezialbegriff, aber von den Workflows her baue ich so, dass da eigentlich gar nicht viel derjenige, der Einzelne dann irgendwie falsch machen kann, dass es sehr stark so arbeiten kann, wie es einfach gewohnt ist. Also ich mache ein Feature, ich mache einen Merge-Request und gut ist es. Oder ich mache einen Hotfix, ich mache einen Merge-Request vielleicht auf einen anderen Branch noch und gut ist es. Aber dann nochmal so extra Nummern, so ich muss das hier und hin, dorthin branchen und Merge und dergleichen, wo dann keiner durchblickt am Ende. Sowas ist halt immer schwierig. Also da, das ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass dann, wenn es an Release dran geht, wieder die Leute dann Überstunden schieben müssen, um die Sachen wieder gerade zu ziehen. Ja, ich denke, dass auch aufgrund der Thematik und dass es letztendlich dann ja auch meistens in Projekten nötig ist, wo vielleicht teilweise sogar hunderte von Entwicklern mitentwickeln, oder? So, also schon größere. Ja, Dass aber das gerade, DevOps-Experten auch teilweise exorbitant gut verdienen können, oder? Also, und das sozusagen dann, wenn man jetzt so eine Plattform baut, da sozusagen das eventuell da auf lange Sicht dann auch ein bisschen sogar Kosten sparen könnte damit, oder? Ist es also zusätzlich noch ein zusätzlicher Faktor, siehst du das so, oder ist es eher, oder hat man diese DevOps, braucht man dann trotzdem noch zusätzlich, oder wie würdest du das abschätzen, oder? Ja, ganz, also sehe unsere Arbeit immer so ein bisschen auch als Hilfsmittel, sag ich mal, die Sachen, die halt manuelle Schritte sind, die wiederholbar sind, die zu automatisieren. Also das ist das, was Software kann. Software ersetzt nicht irgendwie so das Mitdenken. Also das, Ja. selbst mit KI wird das, also ich glaube, das haben auch viele falsch verstanden. Diejenigen, die irgendwie sich die guten Prozesse ausdenken, die wird es, glaube ich, auch weiterhin noch geben. Und die dann umsetzen müssen, diese Prozesse dann auch umzusetzen, das wird es auch weiterhin geben. Also da wird jetzt deswegen durch so eine Automatisierung wird das jetzt nicht wegfallen. Was halt wegfällt, das stimmt halt schon, das ist halt diese ganze Handarbeit, die aber dann eh auch schon fehleranfällig ist und da wirst du dann wahrscheinlich schon auch ein Einsparpotenzial haben. Und also klar, sonst würden wir es ja auch nicht machen. Also das, Software einfach Ja, nur zu entwickeln. weil ich sehe halt auch, zum Beispiel auf LinkedIn sind wir auch viel unterwegs und da sehen wir auch DevOps-Spezialisten und so weiter. Nur um da nochmal kurz tiefer reinzubohren, kann man es denn so verstehen, dass diese DevOps-Spezialisten dann letztendlich mehr oder weniger auch so Self-Service-Plattformen bauen für ihre Kunden oder verdienen die dann ihr Geld Nee. in einer anderen Art und Weise? Das heißt also, die machen Normalerweise einfach dann ist manuell es diese Sachen für die oder wie kann man sich das genau vorstellen? Und kriegen dafür halt dann ja. Stundensatz in hohen oder von 200 Ja, Euro also oder irgendwas? bei der Plattform geht's schon darum, sag ich mal, manuelle Arbeit zu ersetzen, die sonst, sag ich mal, auch von einem DevOps-Ingenieur gemacht wird. Also Und was ist es dann zum DevOps-Ingenieur Beispiel ist. konkret so die manuelle Arbeit von diesem DevOps-Ingenieur? Das würde mich nochmal ein bisschen im Detail interessieren, was man vielleicht, oder welchen Part davon könnte man automatisieren, welchen nicht, oder könnte man den komplett wegautomatisieren, um da vielleicht noch ein bisschen tiefer reinzugehen, das wäre vielleicht ganz interessant, weil das ist ja sozusagen dann der Markt, ne? Wenn man jetzt irgendwie 1000 DevOps hat da draußen, ja, dann könnte man die sozusagen alle ersetzen, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ja, also wie gesagt, es sind zwei Sachen. Das eine ist, sage ich mal, die Prozesse sich auszudenken und auch, also die müssen ja dann auch irgendwie unternehmensspezifisch sein, die müssen auch ins Unternehmen auch passen. Natürlich gibt es da gewisse Patterns, wie man ganz gut standardmäßig vorgehen kann, aber im Detail ist es dann halt immer so eine spezielle Anpassung. Diese Arbeit, sich zu überlegen, auch das zu kommunizieren, mit den Leuten abzustimmen,
Wie entwickeln wir die Software? Wie bringen wir sie rausgerollt? Das ist und bleibt einfach eine Aufgabe von einem DevOps. Was man halt automatisieren kann, ist, dass er dann jetzt nicht für jedes Projekt einzeln hingehen muss und da zum Beispiel irgendwelche Berechtigungen zu vergeben oder einen Workspace aufzusetzen oder im Nexus irgendwie einen Namespace aufzusetzen. Das ist halt die Frage, ab welcher Größe auch von Entwicklerteams rentiert sich sowas. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Team mit 10 Leuten habe, die dann irgendwie so einmal im Monat ein neues Projekt aufsetzen, vielleicht, wenn es hochkommt, und das ansonsten, sage ich mal, vor sich hin entwickelt. Und der DevOps-Spezialist ist halt da mehr dazu da, dann auch, sage ich mal, den Release zu fahren und solche Geschichten. Da wird sich weniger rentieren, dem jetzt da eine komplette Plattform, Self-Service-Plattform extra zu bauen. Weil einfach das Verhältnis zu der Zeit, die halt reinfließt, um die Plattform aufzusetzen, zu was gewinne ich damit an Zeiteffizienz, das gibt es sich halt nicht. Wenn ich jetzt aber halt Teams habe, wo das halt wirklich häufig der Fall ist, dass ich da irgendwie ein neues Projekt aufsetze, irgendwie so im Tag oder dreimal am Tag gibt es irgendein Team, was ein neues Projekt irgendwie aufsetzt. Und ich auch wirklich unternehmensweit dieselben Standards haben möchte, wie diese hunderte Projekte durchgeführt werden, dann kann es halt schon Sinn machen, sowas halt mehr zu automatisieren. Okay. Also dann doch die Kombination. Und ein ganz klares, deutliches, sagen wir mal, Richtungsgebung, das Ganze ist sinnvoll bei also absoluten Großprojekten in dem Sinne. Also letztendlich, wenn man mehreren Dutzend Entwicklern, 50, 100 oder vielleicht mehreren 100 Entwicklern, da gibt es ja genügend Projekte da draußen, die da tatsächlich so viele Entwickler beanspruchen. Wenn man davon spricht, dann kommt das Ganze erst letztendlich zur Geltung in der Regel. Sowieso macht Wie auch Sinn gesagt, dann. also so ein DevOps-Prozess ist schon auch sehr unternehmensspezifisch. Und du brauchst halt eine gewisse Masse an Projekten, also für so jetzt genau so eine Plattform. Da brauchst du halt eine gewisse Menge an Projekten. Auf der einen Seite, die müssen ein Stück weit heterogen sein, weil sonst kannst du da ein Stück weit homogen sein, sonst kannst du da keinen gemeinsamen Nenner halt rausarbeiten, muss aber auch ein Stück weit heterogen sein, sonst kannst du es eigentlich alles mit einem Skript praktisch durcharbeiten. Also so diese Balance hast du aber in größeren Firmen, glaube ich, auch dann wieder sehr schell. Es ist jetzt für ein Softwareunternehmen, was jetzt, sag ich mal, seine eigene Software entwickelt und die dann alles nach demselben Standard abläuft und wo das eigentlich alles schon fest gegossen ist, wahrscheinlich weniger sinnvoll. Das sind dann andere Dinge wahrscheinlich sinnvoller, als jetzt für ein Unternehmen, was halt sehr viele verschiedene Softwareprojekte hat, mit sehr vielen verschiedenen Ausprägungen und vielleicht auch noch irgendeine Konzernstruktur, wo halt dann auch in den einzelnen Unternehmen dann das zwar einheitlich gefahren werden soll, aber halt immer Unterschiede auch noch da sind, einfach aus der Historie oder aus der Technik heraus. Wir reden also mit anderen Worten, Gott gesagt, wir reden definitiv von Konzernen eigentlich. Letztendlich wurde es hauptsächlich oder Da rentiert sich halt am meisten. Also Software rentiert sich immer dann, wenn ich sie oft wiederverwenden kann. Konzernen mit sehr individuellen und teilweise sehr verwachsenen Ansprüchen sozusagen. Also man könnte sagen, okay, in Deutschland gibt es Ich vielleicht glaube, ein paar tausend ja. Firmen letztendlich, die da so richtig, da, wo man so richtig den Hebel ansetzen könnte, oder? Ich glaube, Mehr wenn du nicht. eine schöne Konzernstruktur hast, ja, aber wenn du eine schöne Konzernstruktur hast, wo du dann noch ein paar Zukäufe hast, die dann noch irgendwie anders aus der Historie heraus entwickelt haben, dann hast du dann schon relativ schnell wieder so ein Wald zusammen, wo es dann wieder Sinn macht. Ja, genau. Das ist immer wieder bei dem Thema Übernahmen, Zukäufe, Aufsplittung. Ja, einfach die ganzen Umwälzungen, die ja jetzt auch ganz stark zugenommen haben. Wenn man jetzt mal bedenkt, da vor 20 Jahren und so, gab es immer mal wieder auch eine Aufsplittung oder Übernahme oder sonst irgendwas. Aber das ist ja immer so eine, das hat schon viel Dynamik auch zugenommen, generell natürlich auch. Ne? Und jetzt auch noch über die ganzen Krisen, Pandemien, wie sie alle heißen, Energiekrise und dergleichen. Das ist natürlich dann auch sozusagen eine Folgeerscheinung daraus, auch wieder mehr Zusammenwüchse sind und so weiter und dann sozusagen dann nochmal mehr von diesen Art von Dienstleistungen dann nochmal von Nöten ist letztendlich. Oder? Das spielt dann auch da mit rein, würde ich mal sagen, oder?
Ja, also klar, wenn du da irgendwie so eine Übernahme hattest und jetzt geht es dann darum, deine Software so ein bisschen zu konsolidieren, dass dann nicht jede Sparte ihre eigene Software aneinander vorbei entwickelt, dann musst du halt irgendwie an einen gemeinsamen Nenner kommen. Und dann macht es halt schon Sinn, natürlich solche Geschichten da auch wirklich zu automatisieren. Und deshalb, was halt ein großer Vorteil ist von der Automatisierung, du kannst halt sehr stark deine Standards enforcen. Da ist dann, also da wird dann nicht irgendwie wieder am Standard vorbeigearbeitet, weil es irgendwie geht, sondern da kannst du halt dann sagen, okay, jetzt wird es halt so gemacht und dann ist es dem Computer egal, ob du den fünfmal anbrauchst, dass du es anders haben willst, der macht es halt nicht anders. Also da ist es halt so, wie es ist. Also gerade wenn man dann noch irgendwie so, ja, zum Teil dann in den Entwicklungsabteilungen da so ein bisschen Wildwuchs oder Cowboytum hat, dass die Sachen halt dann doch wieder bisschen anders gemacht werden, kann man deshalb mit solchen Themen halt auch ein gutes Stück weit erschlagen. Ja, okay. Cool. Ich hätte es dann letztendlich abschließende Frage noch nur für individuelle Konstrukte, Entwicklungen, Software und dergleichen, oder ist es auch quasi flächendeckend, also übergeordnet, sei es jetzt Standardsoftware oder nicht Stand oder Non-Standardsoftware, zum Beispiel SAP oder Non-SAP, oder ist es ja Naja, letztendlich, ist ja also quasi es ist ein übergeordnetes Thema im Eigentlichen, oder? Es ist ein Hilfsmittel für Softwareentwickler. Also ob diese Softwareentwickler jetzt Standardsoftware entwickeln oder ob diese, also ich mag diesen Begriff also individuelle Software immer nicht so, ob die jetzt eigene Software entwickeln, die dann selbst im Unternehmen eingesetzt werden oder wie auch immer, das ist da eigentlich ziemlich egal. Also es geht halt darum, um die Softwareentwickler. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was SAP einsetzt, nur selber jetzt da nichts entwickelt, dann werde ich damit nicht viel gewinnen. Wenn ich meine eigenen Software entwickle, sei es, weil ich da irgendwie ein Kundengerät oder meine Geräte damit bestücke und an Kunden liefere oder weil ich meine Apps damit baue, die ich irgendwie ausliefere oder weil ich wie auch immer was mache damit, aber wenn ich eine eigene Softwareentwicklungsabteilung habe, habe ich tendenziell auch die Problematik, wie ich die Software ausgespult bekomme. Ja, okay. Ich wollte mal wissen, weil das ist nämlich auch ganz wichtig nochmal, dass man das auch mal kurz erwähnt, oder dass das letztendlich völlig egal ist, welche Software du im Einsatz hast oder auf welchen Tech-Stacks du unterwegs bist oder sonstiges oder Frameworks. Das ist ja eine übergeordnete Sache, die mit den Einzelheiten im Grunde gar nichts zu tun hat. Und es geht, oder? Ja, genau. Ja. Okay, vielen Dank für das Interview und für deine Zeit, für deine wertvolle Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Alles Achso, klar. wenn ihr Ja. natürlich vorbeischauen wollt bei gen-p-soft.com, jederzeit sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis dann. Ciao.